Carina Grömer forscht als Textilarchäologin am Naturhistorischen Museum in Wien und sie präsentiert heute gemeinsam mit ihrer Kollegin, der Biologin Andrea Krapf, und sie hat Models mitgebracht. Es geht ja um Textilarchäologie und die sind zum Glück auch wiederum Haushaltsangehörige, deswegen haben wir da keine Abstandsprobleme, und zwar ihr Sohn Gerald Grömer und seine Freundin Sophie Klein. Und das Thema heute ist Distancing in der Bronzezeit und Hall statt zeitliches It-Girl mit Soundeffekt. Riesenapplaus für Carina Grömer und Andrea Krapf. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen heute. Ich bin Carina Grömer vom Naturhistorischen Museum und ich bin Archäologin, genauer gesagt Textilarchäologin. Ja, und was tut so eine Textilarchäologin? Ist schwierig, kennt keiner, schwierig, schwierig. Aber ich würde es mal so sagen, wie mein lieber Chef mich mal vorgestellt hat, übrigens dem Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, der hat nämlich gesagt, ja, das ist die Carina Grömer, das ist die einzige im Museum, die wirklich spinnt. Stimmt, mache ich Faden machen, meine Liebe. Experimentelle Archäologie, ich stehe dazu und es ist wirklich einfach toll. Das heißt, ich bin Textilarchäologin, ich beschäftige mich mit Textilien, mit Kleidung aus ganz lang vergangenen Zeiten, Steinzeit, Kelten und so weiter, weil mich einfach interessiert, was haben die Leute angehabt, was haben sie sich gedacht dabei, wenn sie was angezogen haben, auch welche Botschaften haben sie gesendet, Kleidung und Identität, Kleidung als Kulturgut, als Grundbedürfnis des Menschen. Naja, und jetzt stellt sich die Frage, seit wann gibt's das denn überhaupt? Seit wann zieht sich der Mensch an? Und da gibt's einen netten Hinweis, nämlich das da. Pediculus humanus corporis, die gemeine Kleiderlaus, das ist ein Parasit der eher unangenehmen Art, also, aber ist spannend und hilft uns, solche Fragen zu beantworten. Was sagt denn eine Biologin dazu? Nun, durch DNA-Analysen konnte man herausfinden, dass sich die Entwicklung der Kleider und der Kopflaus vor ungefähr 72.000 Jahren voneinander verabschiedet hat. Seit daher muss es also Kleidung geben. Ja, spannend. Dankeschön. Das ist ja super. Das heißt aber, seit 72.000 Jahren gibt es Quant in der Menschheitsgeschichte. Nur, wie hat denn das ausgeschaut? Wie kann man sich steinzeitliche Kleidung vorstellen, überhaupt prähistorische Kleidung? Die meisten Leute glauben ja, das ist so unsäglich grausliche Fetzen, Schirch, Steinzeitmensch, Fell über die Schulter, Uga Uga, geht schon. Ich meine, hallo, geht's noch? Ich meine, selbst Archäologen unterschätzen unsere Vorfahren andauernd und ich will euch heute jetzt ein paar Beispiele zeigen, dass es da wirklich auch was Besseres gab. Aber zuerst einmal schauen wir uns mal an, vor 3500 Jahren, als es noch nicht einmal Hosen gab in der Menschheitsgeschichte, was hat denn der schicke Mann da angehabt? Tada! Ein Männer-Mini-Wickelkleid. Voll fesch, ha? Natürlich standesgemäß mit Schwert, damit man es auch erkennt, das ist ein Bronzezeitmann. Und damit diese Fashion-Wadeln nicht friert, natürlich Beinwickel, alles nachgemacht, nachfunden aus Dänemark. Aber da wird's jetzt spannend. Ich habe ja meinen lieben Sohnemann da gezwungen, dieses kratzige Teil anzuziehen. Und wenn man sich das genau anschaut, die Originalstoffe nämlich aus der Bronzezeit, dann kann man in den Fasern drinnen sehen, wie weit die Entwicklung, also quasi die Züchtung der Schafe da drinnen schon ist. Das sieht man. Man sieht nämlich den Weg vom haarigen Steinzeitschaf zum flauschig kuscheligen Wollschaf mit Wohlfühlfaktor sozusagen bei den Kelten. Das kann man wirklich im Mikroskop sehen. Aber, danke schön, wir wollen uns ja noch andere Dinge anschauen. Also wie hat der Mensch seine Umwelt gestaltet? Welche Ressourcen hat er genutzt? Was hat er auch verändert? Das sind lauter Fragen, die uns auch heute sehr stark beschäftigen. Apropos Fragen, die uns beschäftigen. Corona-Krise. Abstand halten. Naja, man kann das natürlich auf verschiedene Art und Weise ausdrücken. Abstand kann man durch Piktogramme ausdrücken oder natürlich auch durch Quant. Und dazu habe ich euch das da mitgebracht.
Hier sind wir, auch in der Bronzezeit, 3500 vor Christus. Und da hat man in besonders reichen Gräbern, zum Beispiel in Winklern in Niederösterreich, diese Stachelscheiben gefunden. Wenn der Lockdown dann vorbeikommt, kommt ins Naturhistorische Museum, schaut euch das an, da haben wir nämlich die Originale. Nur, was will uns die denn damit sagen? Rühr mich nicht an, gefährlich, Abstand halten. Also definitiv ist das doch eine sozialpsychologische Distanzwahrung, was man da ausdrücken wollte. Ich meine, damals in der Bronzezeit vor 3500 Jahren war das sicher nicht aus Gesundheitsaspekt, sondern da wollten sich einfach reichere Leute von ärmeren abgrenzen. Dankeschön. Aber so richtig angetan hat's mir ja die Zeit zwischen 800 und 400 vor Christus. Weil da sind wir nämlich total in Farbe. Irrsinniges Technicolor. Und zwar mit Pflanzenfarben. Gelb konnte man mit Kamille herstellen. Rot mit der Wurzel von Krapp. Und meine absolute Lieblingsfarbe, Blau, ist ein bisschen anspruchsvoll. Das geht mit weit. Genau, super. Und woher wissen wir denn das überhaupt? Naja, ganz einfach. Ein wichtiger archäologischer Fundort ist Hallstatt im wunderschönen Salzkammergut, wo nämlich meine lieben Kollegen von der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Ausgrabungen machen. Und wenn die dann im Salzbergwerk herumschremmen und irgendwelche alten Fetzen da rauskramen, dann darf ich die nachher beforschen. Und das ist wirklich super toll. Ich meine, das ist doch richtiger Textilporno. Ich meine, das ist kariert, das ist gefärbt, das ist bunt, das hat super geile Muster. Ich meine, da geht mein Herz über. Es ist wirklich super. Und vor allem, wenn man das Ganze dann kombiniert mit den Funden, die mein Chef im Gräberfeld Hallstatt ausgräbt, also auch so 2500 Jahre alt, dann aber kommt sowas raus. Unser Hallstatt-It-Girl mit Soundeffekt. Cool, nicht? Und auch da stellen wir uns natürlich wieder die Frage, na wie ist es denn? Botschaften von Kleidung, was haben sich diese Typen dabei gedacht? Da kann ich nur eins sagen, Geräusche, meine Lieben, Geräusche. Wenn nämlich jemand mit High Heels durch die Gegend steigt und eine Tonspur hinterlässt, dann hat man natürlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn irgendjemand mit ergonomischen Birkenstocklatschen anschleicht, oder? Ja, also Geräusch als Attraktivitätsmesser. So, meine Lieben, das ist das, was ich einfach forsche. Kleidung, Identität, Botschaften von Kleidung und das Ganze in lang vergangenen Zeiten. Dankeschön. Wahnsinn, diese Begeisterung, die da über die Bühne und durch den Raum sprüht. Die Frage, die gestellt worden ist im Chat, sind diese Schuhe, also deine Schuhe beeindrucken die Menschen offenbar sehr. Die sind offenbar nicht bronzezeitlich. Nicht ganz. Wie war denn die Schuhmode damals? Also die Schuhmode, Gerald, komm mal her. Sowas da, kann man sich da vorstellen? Also das sind so relativ einfache Bundschuhe. Also die sind jetzt eisenzeitlich, er steht quasi mit den Füßen in der Zukunft. Das muss man jetzt schon sagen. Also da sind 1000 Jahre dazwischen. Aber das ist okay. Also prähistorische Schuhe schauen in Europa ungefähr so aus. Und ja, die erzeugen, also ein kleiner Unterschied. Und erzeugen definitiv keine Tonspur. Da braucht es dann wirklich metallene Unterstützung, weil die Tonspur ist wirklich berückend. Carina. Wann hast du angefangen zu spinnen? Also wie bist du auf die Textilarchäologie überhaupt gekommen? Naja, also dass ich Archäologin werden wollte, das war schon wirklich sehr, sehr, sehr lange. Also ich habe so, glaube ich, im Kindergartenalter meine erste Mumie gesehen und da war es um mich geschehen quasi. Und die Stoffe und die Kleidung, die die Leute damals angehabt haben, das hat mich eigentlich wirklich schon immer interessiert. Und Spinnen, ja, wirklich, ich habe an der Uni Spinnen gelernt. Das lernt man dort. Ernsthaft. Oh ja, nämlich, echt, wir haben nämlich einen Kurs an der Uni Wien, nämlich Institut
Institut für Frühgeschichte, also Urgeschichte und historische Archäologie. Und das heißt experimentelle Archäologie. Und da lernt man sowas. Ich unterrichte dort auch Spinnen, Weben, Schmieden, Schwerterschmieden zum Beispiel, Bronzeguss, Töpferei, diese ganzen Sachen. Ist ja ganz klar, wir als Archäologen, wir graben da dieses Zeugs aus irgendwelchen ganz lang vergangenen Zeiten. Und wenn man sowas nicht einmal ausprobiert hat, wie das überhaupt funktioniert, dann kann man ja gar nicht einmal wirklich diese Materien da interpretieren. Das geht einfach sehr viel besser, wenn man so einen direkten Zugang dazu hat. Wir kochen auch übrigens. Ihr kocht auch? Ja, wir kochen. Also, die tollsten Dinge sind ja zum Beispiel die Bergmannsscheiße aus dem Salzbergwerk Hallstatt. Also die lieben wir heiß, die ist super gut. Also das sind Exkremente, die so um die 2500 Jahre alt sind. Und da drinnen in diesen Exkrementen sieht man natürlich, was der Mensch gegessen hat. Eh klar. Ja. Und wenn man dann diese Bestandteile nachkocht miteinander, dann kommt man zu einem Gericht, das Richard heißt. Das Rezept steht bei uns im Museum, im Schausaal. Also man kann es gern. Und hier und da kochen wir es auch. Lange nach dem Museum, wenn es dann wieder geht. Wenn man endlich wieder zu euch darf. Andrea, ja. Du bist Biologin, bist in dieser Abteilung gelandet. Hat dich das jetzt auch irgendwie beeinflusst? Weil, also hier im Chat heißt es, Spinnen ist super, Spinnen entspannt. Hast du auch angefangen zu spinnen? Ja, ich muss zugeben, ich habe angefangen zu spinnen. Sehr zum Leidwesen meiner Kinder, die das sehr witzig finden. Aber die Carina färbt ab, ja. Die Carina färbt ab? Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Eine Frage wird noch gestellt. Hat man nicht im Iran auch eine Salzleiche gefunden? Gibt es da was dazu zu sagen? Ja, also die iranische Salzleiche, die ist wirklich super. Bei dem Forschungsprojekt bin ich nämlich dabei und das ist total witzig. Also was heißt witzig? Es ist sehr spannend. Das ist ein Mensch, der ist, ja, war so ungefähr so alt wie Gerald und der ist vor 2400 Jahren ums Leben gekommen in einem Salzbergwerk im Iran und der wurde 2008 ausgegraben und ich bin bei dem Forschungsteam dabei und sozusagen der liegt da noch herum und hat eben komplette Kleidung an. Und jetzt ist natürlich mein Problem, wenn da so eine Salzleiche so rumliegt, so, und man will die Kleidung erforschen, ich meine, man kann sie ihm ja nicht ausziehen. Das ist wirklich schwierig. Also da habe ich mir dann eben jemanden ausgeborgt mit einem Stück Stoff und habe dann versucht, die Kleidung so zu drapieren, dass es dann ungefähr so ausgeschaut hat wie von dieser Salzleiche, um eben zu verstehen, wie dieses Gewand hergestellt worden ist. Das war sehr spannend. Im Iran, mitten in einem Museum vor den Besuchern mit einem Soldaten dann eben, der aufpasst hat, dass ich der Mumie nichts tue. Carina, man könnte dir stundenlang zuhören. Du musst einfach wieder auf die Bühne kommen. Großes Kompliment an euch alle und noch einmal einen Riesenapplaus für unser Textilarchäologie-Team vom Naturhistorischen Museum. Bravo! Noch 5 Sekunden Zeit, noch bewegen sich die Balken hin und her. 4, 3, 2, 1 und ich stoppe ab. Vielen Dank fürs Voten. Ich weiß schon, was das Ergebnis ist. Gewinner Rinnen der Staatsmeisterschaft 2020 sind Carina Grömer und Andrea Krapf. Riesenapplaus, kommt noch vor. Bravo, ihr seid ein Wahnsinn, macht's Lärm. Es war ein knappes Ergebnis, aber ihr seid dann doch eindeutig vorne gelegen. Riesenkompliment. Kommt's noch vor. Geht's ins Scheinwerferlicht? Du bleibst auch. Wie geht's euch jetzt? Ganz kurz einen emotionalen Kommentar. Carina, wie geht's dir? Oh, ich bin gerade fix und fertig. Also ich freue mich, dass meine Schuhe so gut angekommen sind. Ich meine, gehört zum Gesamtoutfit, gehört zum Thema Kleidung und Identität. Und ich wollte einfach cool ausschauen und es hat gewirkt. Dankeschön. Also. Und es war ja so wichtig, diese Tonspur auch wirklich hörbar aufs Parkett in der Aula der Wissenschaften zu legen. Und ich finde sie extrem cool, die Show. Also wirklich Wahnsinn. Großes Kompliment. Ihr dürft jetzt feiern. Zum Glück seid ihr ja ein Haushalt. Ihr dürft miteinander feiern. Ihr dürft heute noch die ganze Nacht feiern. Super gemacht.
vielen, vielen Dank für euren Einsatz, weiterhin für euer Engagement im Naturhistorischen Museum. Sobald es wieder aufgeht, kommen wir euch besuchen. Im neuen Raum, es gibt einen ganz neuen Raum, das Deck 50 im Naturhistorischen Museum, multimedial. Und da drin gibt es aber auch einen Webstuhl von euch. Ja, genau. Also da gibt es so ein Brettchenwebgerät, wo wir dann auf kreative, spielerische Art und Weise erklären, wie solche Borden und Bänder gemacht werden. Und auch die Originale zeigen wir dazu. Und wir werden vielleicht auch Workshops veranstalten, dass man das mal ausprobieren kann und so. Also machen wir was, Bernhard. All das im Naturhistorischen Museum. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Großen Applaus für euch. Aber ich will noch einmal alle Slammer sehen. Wir haben nicht genug Platz auf der Bühne, um alle auf die Bühne zu holen. Deswegen machen wir jetzt eine Prozession. Das heißt, ihr werdet jetzt mit Applaus von den anderen hier rausschreiten. Und alle anderen kommen sukzessive und schreiten einmal durch, damit man noch einmal euch in der Kamera sehen kann. Wie gesagt, gemeinsames Foto geht nicht, aber ein dynamisches Abschlussbild geht. Ich darf mich bedanken bei euch allen zu Hause an den Bildschirmen fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren, fürs Mitvoten, bei dem Bundesministerium für das Ermöglichen all dessen, was wir machen, bei der Researchers Night, dass sie uns Heimat geboten hat, bei der Technik-Crew, dass sie uns so kompetent unterstützt hat. Unter www.scienceslam.at findet ihr dann nächstes Jahr die neuen Termine. Wir werden sehen, ob virtuell, physisch oder beides, wird sich zeigen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und genießt jetzt noch das restliche Programm bei der European Researchers Night. Das war's, vielen Dank. Und jetzt mit einem Applaus und einer Prozession gehen alle nochmal durch die Kamera. Science Slam Staatsmeisterschaft 2020.